Wir holen uns heute den Sommer ins Haus mit Gräsern, mit Sonnenblumen, mit Sommerblumen. Warum nicht den Sommer feiern, wenn es schon beim Fußball nichts mehr zu feiern gibt? Und Marleen macht eine Steilvorlage für ein Sommerfest. Wenn man auch keins geplant hat, aber mit der Deko muss man eins machen. Das ist ja echt der Hammer. Das ist so schön. Augenschmaus, ne, für eine Sommerparty. Also man kann sich richtig vorstellen, draußen Natur, ein runder Tisch, dann dieser schöne Augenschmaus und rundherum viele verschiedene bunte Cocktails. Also da muss doch eine Party richtig Spaß machen. Und genau das hat mir auch Spaß gemacht beim Machen. Mhm. Und ich erkläre dann gerade, was man da alles braucht für das Machen. Und zwar, das Großartige daran ist, dass diese Opulenz entsteht durch ganz wenige Handgriffe. Es ist unfassbar. Zeig mal, diese Gläschen hier, diese Einmachgläschen, die jetzt nicht für Fingerfood verwendet werden, sondern das ist im Grunde die Basis, deine Wäschen. Ne? Ja, oder die Basis im Endeffekt ist erstmal, die Grundbasis ist ein ganz einfacher Strohrömer, den man ja auch in der Adventsbinderreihe sehr oft verwendet. Also kann man mal in den Kisten kramen. Vielleicht hat man noch den einen oder anderen Kranz in der Kiste. Kann man halt klein, groß auch machen. Mhm. Ich finde halt was Opulentes sehr schön. Ja. Und dann habe ich Seegras mitgebracht. Das wächst bei uns so in der Ebene, so, wo es ein bisschen feucht ist, ganz flach auf dem Boden zu Massen im Wald. Und könnte man natürlich auch ein anderes Gras nehmen. Mhm. Dann natürlich meine Gläschen. Und natürlich habe ich einen Streifzug gemacht aus dem Garten, was wir selber haben. Verschiedenes, was man halt so an Sommerblumen hat. Da können Kräuter dazu, können Dill und Liebstöckel, Zinien, was man alles so hat. Die bunte Sommerpracht einfach. So wie es draußen wächst, kann es direkt auf den Kranz kommen. Nur kurz, wenn du schon einen Ausflug in die Adventsbinderei machst mit dem Strohrömer, wissen wir, der kostet kein Vermögen, so 4, 5 Euro, so je nach Größe. Ja, so je nach Größe, so zwischen 3 und 5 Euro, je nach Größe. Aber diese Pins, die kenne ich auch aus der Adventsbinderei. Das ist das, was man aus der Kiste ziehen kann. Die nehme ich schon immer zum Befestigen von Kerzen. Mhm. Und die kann man natürlich auch aus der Kiste holen. Und da braucht man an für sich nur das Klebeband dazu. Das gibt es auch auf der Rolle. Das hat man vielleicht auch noch in der Kiste vom Advents. Und wenn man jetzt, vielleicht jetzt fangen wir einfach mal hinten an, wenn man das zum Beispiel befestigen will, das Glas, muss man immer, weil das hat ja viele Löcher, dann muss dieses Klebeband kreisförmig um den Halter gelegt werden. So, wenn man das jetzt aufdrückt hier, dann gibt es so eine Art Saugeffekt, so einen Vakuumeffekt. Nur deshalb hält es. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel nur Streifen legen würde, dann würde das Ganze nichts. Also es braucht diesen Saugeffekt genauso bei der Kerze. Die kriegt man aber auch jetzt unterm Jahr. Man muss nicht wieder bis Advent warten. Nee, die kriegt man auch unterm Jahr, weil wir die in der Floristik auch für Gläser befestigen sehr oft verwendet. Dann drückt man das ein bisschen auf und dann ist das tipptopp fest. So, und für die andere Basis, haben wir ja gesagt, diesen Strohrömer, dann dieses Gras. Ich habe jetzt einfach am Anfang Knoten gemacht, das kann man machen, sieht auch witzig aus, muss man nicht. Und jetzt kann ich das einfach so umwickeln, bisschen stramm ziehen und dann habe ich relativ schnell hier diese Basis zu. Ich kann es entweder hier das Ende hier ein bisschen verstecken. Wenn man wollte, könnte man natürlich auch, die hat man ja auch immer wieder zu Hause, diese Efeu-Krampen, wäre Möglichkeit, auch so festzumachen. Aber es braucht nicht, wenn man dann immer wieder hier überlappend, dann kann man auch das ohne technisches Hilfsmittel. Also das Schwänzle lässt bewusst ein bisschen überstehen, damit du dann quasi die Deckung hast für den nächsten. Genau, einfach hier reinschlingen. Man könnte auch einfach einen Spaziergang durch die Natur machen, Winden umwickeln oder Labkraut wickeln. Also da kann man ganz viele Dinge finden, um das dann auch in der Natur beim Spaziergang zu wickeln. Und fertig. Aber man braucht doch ein paar Büschel, bis man rum ist. Ne? Ja. Da unterschätzt man sich immer, was so ein Kranz schluckt. Genau, das braucht man schon ein. Aber umso wilder, umso frecher sieht es eigentlich aus. Ne? Ich habe natürlich hier meinen Kranz schon vorbereitet, klar, damit ich auch noch weiter zeigen kann. So sieht es dann fertig aus. Schön ist es natürlich, wenn man es auf ein Blech oder Glasgefäß, dann kann man es auch ein bisschen nass sprühen. Dann hält das Gras auch noch ein bisschen länger. Ist es diese Frische. Sonst wird es halt wie Heu, oder? Es wird ähnlich wie Heu. Und da ich natürlich sehr schlecht reinkomme in diese Strohunterlage, nehme ich einfach eine Schere, bohre so ein bisschen vor. Ja, und dann kann ich das einfach hier so ein bisschen reindrehen hier in meine Unterlage. So, ne? Und damit wäre auch schon beantwortet,
frisch machen, auffüllen ist überhaupt kein Problem. Überhaupt man kann nicht. Das rausziehen, ausspülen. Genau. Und wieder reinsetzen. Wieder reinsetzen. Das ist eine Basis, die man jetzt wochenlang verwenden kann. Man kann ja auch mal zwischendurch mal ein paar Efeuranken dazu machen. Oder diese heiß beliebten Gartenwinden, die man eigentlich nicht so gerne mag. Wenn man da so ein bisschen die Blätter entfernt und hat man nur die Ranken. Da kann man ein bisschen spielen, wenn man dann so, ja, wenn man da so mal drin ist, dann kommt man auch auf viele Ideen, wenn man so einen Streifzug durch den Garten macht. Ich mache jetzt einmal erstmal so ein bisschen von den, vom Dill. Das lege ich einfach so ins Glas rein und spiele so ein bisschen mit den Formen. Mal vielleicht eine Dahlie dazwischen. So, das ist ganz locker, wird es dann in das Glas eingestellt. Das ist ein bisschen, wir sagen Kamille dazu, die gezüchtete. Oder auch das Mutterkraut, kennt man ja auch aus der Heilpflanzenwelt. Und so kann man das ganz locker da reinstellen. Und da kann man ja auch wieder raus und reinnehmen, wenn es einem dann doch nicht gefällt. Das kann man jetzt echt spielen. Und da ist das auch schön, wenn man mit den Farben ein bisschen spielt. Das ist wieder, jetzt gibt es ja schon die erste Pompon-Dahlien. Und ich habe heute Morgen schon bei uns im Garten die ersten Zinien. Das finde ich auch immer so sehr schön. Ja, aber das zeigt doch, dass der Sommer schon ordentlich fortgeschritten ist, so in der Floristik, ne? Absolut, wir sind zwei Wochen. Zwei Wochen voran, das heißt, viele Dinge, die eigentlich jetzt kommen, sind schon vorbei teilweise. Ja. So, jetzt drehe ich das immer wieder und da kann ich halt auch schön mit den Farben spielen, von Orange, Pink und genau da die Wicken. Ganz zum Schluss die Wicken drüber. Oder die dürfen auch ein bisschen länger drüber tanzen, spielen, dann tanzen. Genau. Man sagt bei den Pflanzen wirklich tänzerisch, ne? Weil sie da einfach so über das Ganze so ein bisschen schwingen, weil das ist das Schöne, dieses Hoch und Tiefe, verschiedene Formen und einfach viele Materialien ausnützen. So, und dann kann es losgehen. Großartig, noch ein bisschen Salbe rein. Und jetzt frage ich Sie, liebe Zuschauer, ist es toll oder ist es toll? Ich finde es großartig. Ganz schön, Marleen. Tolle Idee. Und man hat wirklich mit dieser Basis, dieses Graskranzes, hat man jetzt über Wochen hinweg, je nachdem, das, was der Garten bietet, kann man dann wieder auffüllen. So ist es. Ganz schöne Idee. Ich danke dir. Sehr gerne.